Ich bin Johanna Dürr, bin 25 Jahre alt und komme aus Bayern in der Nähe von Würzburg. Das kleine Örtchen heißt Rothenburg ob der Tauber, super schöne Stadt. Bin seit 4 Jahren jetzt Bikini-Athletin. Begonnen habe ich beim DBFV, beim Deutschen Bodybuilding und Fitnessverband, und starte seit dem Jahr 2018 in der NPC und bin jetzt seit ein paar Wochen, also sprich seit 8 Wochen jetzt ungefähr, IFBB Bikini Pro Athletin. Ja, das ist verrückt. Den Hintergrund muss ich ganz kurz sagen. Ich hatte 3 Wettkämpfe schon zuvor, also sprich, ich habe die Dennis-Wolf-Klassik gemacht im Oktober als Einstieg. Dann habe ich die Bayerische Meisterschaft gemacht von dem Bernhard Schuber und die Dennis-James-Klassik in Frankfurt. Und ich muss sagen, danach war mein Körper schon ganz schön so ein bisschen fertig natürlich, weil ich schon lange in der Diät war. Und ich wusste nicht, soll ich das noch machen in Amsterdam oder nicht. Ich habe dann bis 3 Tage vorher noch nicht mich angemeldet gehabt, weil ich nicht sicher war, ob mein Körper das noch so mitmacht. Ich war ein bisschen am Kränkeln und habe mich dann am Donnerstagabend dazu entschieden und mich noch angemeldet, weil so dieses Ziel, diese Profikarte zu gewinnen, für mich einfach ja dieses große Ziel war, schon seitdem ich diesen Sport begonnen habe. Und ich gesagt habe, so, jetzt bin ich in der Form, in meiner Bestform, und werde es einfach probieren, egal was bei rumkommt. Und das war ein wahnsinnig toller Wettkampf, diese Atmosphäre, diese Riesenhalle, das war das Theater in Amsterdam, und dieses Feeling, diese ganzen ja, internationalen Leute, die dort, also von überall her einfach kamen, Athleten und Betreuer, und ja, muss ich sagen, also war ziemlich aufregend das Ganze, war ein wahnsinnig langer Tag, also ging es sehr früh los, wir waren da glaube ich um 7.30 Uhr oder so schon dort. Wir sind nachts losgefahren um 2 Uhr, also sprich, ich habe probiert so ein bisschen zu schlafen, dass ich noch ja, ein bisschen ausgeruht dort ankomme, und dann ging das dort an mit Schminken und Vorbereiten und hat dann wirklich ganz, ganz lange gedauert, aber war super aufregend. Mein absolutes Favorite T-Shirt. Ich komme im Waschen immer gar nicht so ganz hinterher. Ich glaube, viele denken sich so, die besitzt nur ein T-Shirt. Ja. Aber ich liebe es einfach total. Ja, gibt es auch ein bisschen extra Motivation dann? Oder? Schon. Ja. Doch, also ich bin halt ein Riesenfan von dir, Roman Fritz. Ich glaube, das weißt du. Ich verlinke es ja auch echt öfters so und habe mir das damals bestellt, und irgendwie, ja, seitdem. Ich schaue halt auch die ganze Zeit Roman Fritz Videos, und schon sehr motivierend für mich. Weil ich vorhin gesagt habe, Vorbilder sind nur Frauen. Ich habe auch sehr viele männliche Bodybuilding-Vorbilder. Ich muss sagen, seit ich 4 bin, habe ich Leistungssport betrieben. Und zwar Fußball, also auch tatsächlich dann bis zur 2. Bundesliga. Also sprich, für mich war der Sport schon immer an erster Stelle, und ich war jemand, der einfach schon immer so viel Energie hatte, so ein Energiebündel, und musste einfach immer schon einfach jeden Tag irgendwie sportlich irgendwas machen, und habe dann mit meinem Zwillingsbruder Fußball damals begonnen, und genau, bis hin zur 2. Liga. Durch mein duales Studium habe ich gemerkt, okay, das wurde so ein bisschen schwierig damals mit dem Training. Ich habe im Fitnessstudio ein duales Studium eben gemacht und hatte dann diese Schichtarbeit. Bin dann mehr im Studio eben zum Kraftsport gekommen. Mit 15 Jahren war ich schon angemeldet im Fitnessstudio, aber halt immer nur so ein bisschen fürs Fußball, ein paar Sachen auf Schnelligkeit oder solche Dinge. Und dann habe ich dort einfach immer mehr Kraftsport gemacht, habe so richtig mit schweren Gewichten trainiert, wollte eher so Richtung Powerlifting machen, weil ich einfach klein bin und ich habe ziemlich viel Gewicht auf die Waage gebracht, also Körpergewicht, was ganz anderes wie jetzt, so um die 70 Kilo hatte ich.
Und habe gedacht, boah, es ist cool als Frau stark zu sein. So, das war so mein Ziel für mich, war mir wichtig. Und damals hat mich dann in einem kleinen Studio in Rothenburg ob der Tauber, wo ich auch gebürtig herkomme, 2015 oder 14 ungefähr war das, 2014, mein erstmaliger Coach gesichtet sozusagen, der hat zu mir gesagt, hey, du trainierst echt richtig stark, was ist dein Ziel? Und ich habe gesagt, ich habe kein Ziel, ich will einfach nur Kraft haben und am besten ein bisschen in Form sein, so, weil ich hatte schon, ja, ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt, weil ich so ein bisschen unförmig war, aber es war okay, weil ich hatte Kraft so. Und der hat dann gemeint, hey, wäre das nicht was für dich, mal in so einer Bikini-Klasse zu starten? Und ich dachte mir so, hä, so, das passt ja überhaupt nicht zu mir. Ich wäre eher so die eben mit den Jungs immer auf dem Fußballplatz war und eher kürzere Haare hatte und fand es immer so fürchterlich, diese Mädels mit den langen Fingernägeln und so arg geschminkt. Und ja, ist echt witzig, weil jetzt bin ich so genau eine. Das ist jeden Tag. Komplett, also echt lustig. Und dachte mir so, hä, wie soll ich so mit meiner Form, wie ich damals dastand, wie soll das denn funktionieren? Also es war für mich überhaupt nicht nahbar und vorzustellen. Ich hatte nicht diesen Prozess so im Kopf, sondern ich dachte mir, ich habe dieses fertige Bild von so einer Athletin gesehen, dachte mir, warum kommt der auf mich zu? Und er meinte, hey, du hast eine gute Linie, eine gute Symmetrie. Ich dachte mir, wie kann der das sehen bei mir? Also es war für mich völlig versteckt und überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und er hat es immer wieder gesagt, weil ich gesagt habe, so, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen und das ist nichts für mich. Und er hat immer wieder gesagt, hey, du hast echt Potenzial. Ich sehe, wie du arbeitest. Du bist, also du kannst, ich sehe da wirklich ein Riesenpotenzial in dir. Und weil ich halt so viel da war und richtig fleißig war und mir hat es einfach Spaß gemacht. Ne? Und ich habe das als Ausgleich gebraucht, weil ich dieses Fußball nicht mehr hatte. Und das war ja auch sehr, sehr leistungsorientiert eben und wirklich 5, 6 Einheiten, wenn nicht sogar manchmal 2-mal am Tag. Und es war dann so mein Ausgleich. Und dann habe ich das aber immer im Hinterkopf gehabt, so, hey, der hat da was gesagt und vielleicht könnte ich das mal ausprobieren. Das wäre ja so ein Ziel. Und dann habe ich ihn, er hat gesagt, er würde mir dabei helfen, weil ich gesagt habe, ich habe ja keinen Plan davon. Ne? Dann haben wir gesagt, hey, wir probieren das einfach mal aus, was soll so passieren. Und er meinte, du hast ja nur einen Körper, du hast keinen zweiten im Schrank stehen. Probier es einfach und guck, was drunter steckt, guck, was rauskommt. Und ich dachte mir, cool, vielleicht steckt da ja irgendwas drunter, so mal schauen. Und ja, das ist so ein bisschen die Story. Und der hat dann mit mir begonnen mit der Vorbereitung 2015, im Sommer eigentlich, genau. Und ich stand dann 2016 im Frühling bei der Fränkischen Meisterschaft am 23. April 2016 das erste Mal auf der Bühne. Ja, und das war wahnsinnig aufregend. Ich sag mal, mit dieser Meisterschaft in Amsterdam war meine allererste Meisterschaft so das, was mir wirklich in Erinnerung bleibt. Ich habe meine Startnummer, muss ich sagen, hierhin tätowiert, weil das für mich eine riesen Bedeutung hat, dieser Tag. Weil ich niemals geglaubt hätte, dass ich, so wie ich damals gestartet bin, mit meiner Ausgangsform mal so aussehen kann und dieses Paket auf eine Bühne oder überhaupt es schaffen könnte, auf so einer Bühne zu stehen. Und ich hatte damals auch überhaupt nicht das Ziel, bei dieser ersten Meisterschaft irgendwie in irgendein Finale zu kommen. Für mich war wirklich lediglich mal auf so einer Bühne zu stehen. Das war für mich mein Ziel. Und ich war super aufgeregt, habe damals richtig gezittert. Ich hatte keine Ahnung von Posing, von nichts. Ich muss sagen, damals war das noch nicht ganz so präsent wie jetzt in den sozialen Netzwerken. Kam deutlich mehr natürlich die letzten Jahre. Ich hatte niemanden, der mir irgendwie zum Posing irgendwas gezeigt hat, habe mich auch zu wenig darüber informiert. Also sprich, das war ja wahnsinnig aufregend, aber für mich hat es ganz viel Bedeutung auf jeden Fall, diese erste Wettkampfsaison damals. Ja, können wir doch direkt mal spontan ein kurzes Form-Update von Enrico einbauen. Kannst du mal eine Pose raushauen hier? Pose, was willst du denn sehen? Sagt die Waage aktuell? 100 glatt heute Morgen. Ja? Ziel? Ja. 96. Punktlandung mit 96. Das wäre gut. Das wäre gut. Bisschen trockener noch als im letzten Jahr. Ja. Aber ich bin eine gute Dinger. Ja. Mal schauen, ne? Gut, dass die Jörner nochmal nachgefragt hat, was Enrico hat. Der Enrico hat nämlich 10 Kilo mal eben verschwiegen. Nee, ich habe 110 morgens, da habe ich mich vor uns versprochen. Ja. 110 sind es aktuell, da wären es ja nur noch 4 Kilo, die runter müssen. Und so in der Form aktuell, das passt ja nicht. Das ne? Ist geworden. Ja. Und das ist dein alter Verein, Jörner? Oder was ist das? Nein, das ist nicht mein alter Verein, das ist so ein Fußballverein bei uns in der Nähe. Genau. Davon ist das Handtuch und
Mein alter Verein, die heißen Weinberg, genau. Ist das eigentlich schwer gefallen, um Fußball aufzuhören oder ist das so? Ja, ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Ich habe immer mal wieder dann so weitergespielt und tatsächlich eine witzige Story muss ich erzählen. Ich habe sogar vor ungefähr zwei Jahren nochmal wo ausgeholfen, weil die gemeint haben, hey, wir brauchen jemanden und habe da einfach mitgespielt, ohne halt Training und ohne wirklich Vorbereitung im Fußball und es hat mir echt viel Spaß gemacht, aber 20 Minuten hat es Spaß gemacht, denn dann habe ich mir meinen Meniskus gleich mal gezerrt. Da habe ich halt gemerkt, okay, der Sport Bodybuilding und Fußball, passt nicht zusammen, ne? Und ja, deswegen habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich auf das, was ich gerade am allerbesten kann. Und das ist der Kraftsport, das Bodybuilding und vielleicht irgendwann mal wieder so ein bisschen nebenher so ein bisschen kicken mit Freunden und so weiter. Das mache ich schon gerne, aber halt dann so ein bisschen aus Spaß für uns. Aber so richtig gecheckt habe ich das nicht, ehrlich gesagt, dass ich da wirklich Potenzial habe. Ich habe mich da verlassen auf meinen Vorbereiter, auf den Clemens Triefer, der mich zu diesem Sport gebracht hat, dem ich unheimlich dankbar auch bin dafür. Und ich glaube, dieses Jahr, muss ich, also 2019, letztes Jahr genau, habe ich das erst wirklich gecheckt. Also sprich durch diese Wettkämpfe, durch die Saison 2019, jetzt im Herbst, da ist mir das erst bewusst geworden. Ich muss auch zugeben, zuvor, ich habe nie so gut abgeschnitten. Also was halt abgeschnitten von der Bewertung für mich selber habe ich gut abgeschnitten. Mir war eben nur wichtig, auf einer Bühne zu stehen. Ich hatte nie dieses Riesenziel. Natürlich war das ein Traum für mich immer, eine Profikarte zu haben. Das war so weit weg, so, so weit weg. Und dieses Jahr kam das Ziel natürlich dann irgendwo näher durch diese Rückmeldungen von den Leuten, von verschiedenen Vorbereitern, von Diamatze zum Beispiel, dann aber auch von den Judges quasi in der Jury, die wirklich teilweise dann auch mich darauf angesprochen haben, was für ein Potenzial da in mir steckt, dass ich aber an so Kleinigkeiten noch arbeiten kann, wie zum Beispiel mein Posing, solche Dinge, weil es eben Präsentationssport ist. Und da habe ich mir gesagt, okay, deswegen gebe ich jetzt nochmal alles und halte durch und mache in Amsterdam mit. Und dass es da schon ja, geklappt hat, das ist einfach für mich bis heute irgendwo ganz schön schwierig zu glauben, ehrlich gesagt. Denn ich muss sagen, da ich eben aus dem Fußball komme und eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich kann mit Bällen umgehen, ich kann super viel Gewicht auch rumheben, es macht mir alles nichts aus, ich bin super strikt, was meine Ernährung angeht, ich bin einer der konsequentesten Menschen, glaube ich, bei allem, was ich tue, was vor allem den Sport auch betrifft und super diszipliniert. Was mir furchtbar schwer fällt, ist, mich locker zu bewegen, mich auch sehr weiblich, ästhetisch einfach so zu bewegen. Mir fällt schon schwer zu tanzen, also das ist schon so ein Thema, wo ich nie irgendwelche Berührungspunkte mit hatte, wo mir auch nie so viel Spaß gemacht hat. Und dementsprechend ist es wirklich dieses Thema und diese große Herausforderung für mich, die Präsentation, also sprich das Posing, diese Übergänge, dann natürlich auch in dem Moment etwas lockerer zu sein, nicht ganz so aufgeregt, weil ich weiß, ich habe eine gute Ausstrahlung so, also sprich von meinem Wesen einfach. Ich bin super positiver und ja, Mensch, der einfach das auch ganz gut rüberbringt, wenn der auf die Bühne kommt. Nur natürlich das auch in die Posen, die da gewünscht sind in der Bikini-Klasse, in diesen Walk quasi, also sprich einfach auch auf den hohen Schuhen elegant zu laufen, das ist für mich wirklich schwierig. Ich bin ein Mensch, der ist so im Alltag super gerne in sportlichen, lockeren, legeren Klamotten unterwegs und kenne, wie gesagt, meine Stollenschuhe und meine Hallenschuhe sehr gut, aber so hohe Schuhe ist für mich dann doch einfach eine Herausforderung und da möchte ich wirklich dieses Jahr ganz, ganz speziell dran arbeiten und natürlich auch mit Leuten, die wirklich Ahnung davon haben, ja.
war ziemlich klar irgendwie in dem, was ich tue. Ich muss auch sagen, ich bereite mich jetzt seit gut einem Jahr auch selber vor. Clemens, mein erstmaliger Vorbereiter, hat immer ein offenes Ohr so für mich. Wir trainieren im gleichen Studio. Aber ich habe einfach festgestellt, hey, ich möchte es mal selber ausprobieren, wie mein Körper reagiert. Da kann ich mich auch weiterentwickeln. Da lerne ich meinen Körper sehr gut kennen, wenn ich so ein bisschen probiere, mal auf ihn zu hören und mal für mich zu machen. Hat jetzt auch echt gut geklappt eben, genau. Und da war ich wirklich keine Sekunde, wo ich mir gedacht habe, wow, ist es gerade das Richtige. Es ist ja auch schwierig, weil gerade so im Familienfreundeskreis sind bei mir eher wenige Leute. Also klar, im Studio so die Gruppe, die Leute, die ich da um mich herum habe, die kennen mich jetzt mittlerweile. Und da sind schon viele, die den Sport auch betreiben. Aber so gerade in meiner Familie und meinem nahen Freundeskreis wirklich eher wenig Leute, die dem Sport so nahe sind wie ich. Und es war am Anfang auch eher ein bisschen schwierig so, dass sie das so verstehen können, weil es ja schon ein Extremsport ist und teilweise ein bisschen bekloppt, sage ich jetzt mal, muss man dafür schon sein, ne? Das so hart durchzuziehen, gerade auch mit der Ernährung immer so konsequent und so strukturiert zu sein im Alltag. Und da war ich immer ziemlich klar und ich bin jemand, der da wirklich, wenn er sagt, er hat dieses Ziel, der da wirklich ja, überhaupt keine Zweifel hat oder das in Frage stellt, was man da tut. Ich habe jetzt auch schon richtige Pläne, sprich ich möchte jetzt dieses Jahr im Jahr 2020 im September am 26.09. das erste Mal mein Profidebüt quasi machen in Prag bei den Eagles, also der IVLS glaube ich heißt es genau, dort quasi mein Start als Profiathletin, dann 3 Wochen später in Budapest bei dem, Fit Parade Budapest, genau. Und nochmal ein paar Wochen später in Bukarest bei dem Romanian Muscle Fest, genau. Also sprich, diese 3 Wettkämpfe habe ich jetzt schon fix geplant. Und das ist so jetzt mein Ziel, wo ich drauf hinarbeite. Jetzt die nächsten 5 Monate möchte ich schauen, dass ich ein bisschen ein paar Kilo drauf packe. Also sprich, bei einer Bikini-Athletin müssen das jetzt nicht 10, 15 Kilo sein, einfach so 5, 6 Kilo etwa. Dass dann am Ende einfach, wenn 1 Kilo Muskeln an den richtigen Stellen hängen bleibt, dann ist das so für mich einfach das Ziel, genau. Das ist ein Einzelsport. Ja, man kämpft so ein bisschen für sich selber natürlich im Training. Man steht morgens auf, macht sein Cardio und irgendwie, man muss selber so diesen Antrieb in sich haben. Aber es ist natürlich umso schöner, wenn man eben einen Partner, Freunde, einen Vorbereiter, Familie, Leute um sich herum hat, die einen dabei supporten und unterstützen. Und wenn es einfach nur manchmal ein paar nette Worte sind oder auch Nachfragen, also sprich, sich für einen interessieren. Ich finde, das ist so ein bisschen auch das, was mir ganz, ganz gut tut, immer wenn Leute um mich rum und wenn es irgendwelche Leute im Studio sind, einfach mir Fragen zu denen stellen, was ich mache, weil es ja einfach meine Leidenschaft ist und das teile ich sehr gern mit den Leuten und deswegen also ein riesen Danke an all die Leute, die um mich rum sind, waren immer in den letzten Wochen, Monaten und da einfach mich unterstützt haben auf all den Wegen. Natürlich auch mittlerweile schon dieses Thema Social Media, da kriegt man auch super viel nette, positive Rückmeldung, was einen dann wirklich bestärkt in dem, was man tut. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich richtig dankbar.